Klopp, klopp. Was? Wer ist da? Wer weckt mich um diese frühe Uhrzeit? Es ist Nacht. Hallo. Aua. Servus, was macht ihr denn hier? Ja, wir wollten nachtwandern gehen zu den Polarlichtern. Ach so, stimmt. Ja, wartet, ich hol kurz noch ein paar Dinge. Was vergessen? Okay, wir nehmen Brot mit, ein Backpack und ein Schweizer Taschenmesser. Und wir können ja vielleicht, wenn wir jemanden da treffen, können wir ja noch ein bisschen was mitnehmen. Hier schöner Saufi-Saft. Schöner Rotwein. Noch alles abschließen. Dann Oh, würde ich sagen, können wir gehen, oder? Jo. Ja. Ja, wir sind da, ne? Ich sehe keine Polarlichter. Wo sind die Polarlichter? Da ist ein Haus. Ein Haus mitten im Nirgendwo. Ich glaube, wir sollten hier nicht reingehen. Ich habe das Gefühl. Aber warum sind hier überall Kisten und ein Bett? Saufi-Saft. Saufi-Saft. Lecker, nehme ich mir gleich mal was mit. Ja, das nehme ich mir mit. Schöner Saufi-Saft, ne? Hier, noch vegetarischer Saufi-Saft für dich. Oh, vegetarischer Saufi-Saft. Aber das nicht. Wird. Das. Okay. Hier ist auch noch Saufi-Saft. Hier ist ein Keller. Wollen wir da reingehen? Wer hat der eingelagert? Ja, los. Ja, der Mann ist reich. Professor? Professor Timo? Professor Timo? Wer ist Professor Timo? Ich hab vom Saufi-Saft. Leute, trinkt kein Alkohol! Boy über Ilta. Nein, Spaß. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Professor Timo. Servus. Wie geht's? Professor. Das ist die Zeitmaschine, die ich gebaut habe. Okay. Sehr, sehr große Zeitmaschine. Okay. Aber da fehlt noch ein Teil. Okay. Da fehlt noch ein Teil. Wo wollen wir das herbekommen? Wo finden wir das? Oben in den Kisten müsst ihr mal gucken. Vielleicht liegt da noch was. Okay. Warte mal, vielleicht hat er ja irgendwie ein Messer oder so dabei. Haben Sie irgendwie ein Messer oder so dabei? Hast du was gefunden? Oh ja, Eye of Ender. Haben wir es gefunden? Er sagt ja. Wir haben es gefunden. Gut, ihr habt es gefunden. Also, wir denken jedenfalls, wir haben es gefunden. Jetzt nur noch reingehen und den Knopf drücken. Wenn etwas passiert, ruft mich an. Okay, tschüss. Okay, ciao, Professor Timo. Okay, macht euch bereit. Ja. Zwei. Eins. Teleport ins Jahr. Ja, Punkt, 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 Punkt. Löschen? Was? Was? Seit wann kann... Selbstzerstörung. Selbstzerstörung. Nein. Leute, trinkt alle einen vegetarischen Saufi-Saft. Was? Okay. Leute, seid ihr okay? Mein Kopf tut weh. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Okay. Oh. Unsere Zeitmaschine, denke ich, war das, ist jetzt broke. Das heißt, das Ding wird hier erstmal so bleiben. Ich habe keine Ahnung. Wir sind ja anscheinend durch die Zeit gereist. Aber wo wir jetzt sind. Hier ist ein Dorf. Das ist ein Dorf? Oh mein Gott. Da sind zwei Leute. Wie heißen die? Bauarbeiter Bob. Einmal Arbeiter und einmal Bauarbeiter Bob. Der eine, was sagt denn der Bauarbeiter hier? Hallo. Ihr müsst die drei Zeitreisenden sein. Ja, das sind wir. Professor Timo hat mir alles erzählt, okay. Aber wie kommt denn der hier in die Zeitreise? Das heißt, der war ja schon mal Zeitreisender. Das heißt, seine Maschine hat angeblich schon mal funktioniert. Hier, nehmt den Koffer. Aber ihr müsst mir ein Schweizer Taschenmesser mitbringen. Schließlich ist es nicht einfach auf der Baustelle. Okay, das heißt, wo bekommen wir jetzt... Was ist mit den Bäumen her? Ja, ich hatte ein Schweizer Taschenmesser, aber das ist anscheinend... Hast du sowas nicht? Ja, das ist aber anscheinend mit verloren gegangen. Naja, was sagt denn der Arbeiter? Ach so, der handelt. Er handelt diesen Koffer.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier erstmal um. Okay, hier ist leer. Ja. Ja, wir sind die Zeitreisenden. Oder sind wir das? Na, ob man das Zeitreisen nennen kann? Wir sind ja Oder ob man letzt. das Zeitgestrandete nennen sollte. Ja, stimmt. Eigentlich sind wir ja zeitgestrandet. Wir wollten ja eigentlich gar nicht. Ja. Wollten wir überhaupt in die Zeitmaschine? Eben hat der Professor uns hier überlistet. Aber wäre es nicht jetzt eigentlich sinnvoller, dass wir uns erstmal um unser eigenes Überleben sichern, als dass wir versuchen, diesen Koffer zu kriegen? Ja. Ja, das Na, stimmt schon, aber ich meine. ich würde erstmal tun, was er sagt, weil wir wissen ja hier nichts. Ja, Wir vielleicht sind ja hilft er hier. uns ja weiter, vielleicht hat er ja Tipps. Ich habe Aber du Eisen. kannst gerne schon mal. Du hast Eisen? Ich habe Eisen. Oh, nice. Das ist Ach mein lol, der Freund. tradet. Das ist mein Ein Freund. Emerald versus ein Pan. Ich Hä? suche uns ein Emerald zusammen bei den Villagern. Ja, wenn du Kohle, wenn du 23 Kohle hast, kriegst du einen Emerald. Erst Hucherpreise. Das ist jetzt mein Freund. Wie nenne ich ihn? Wir nennen den Pan, weil der Pan verkauft. Okay. Ich Oh schon mein Gott, ich hab genau. so Hä? viel Eisen hast du schon? Was? Ja, Let's ich bin komplett tief in go. die Höhle gegangen. Oh, Okay, es wir fängt an zu brauchen. Kannst du gewittern. mir noch den roten Farbstoff geben? Ja, oder? Dann kannst du vielleicht hier irgendwie Essen kochen oder so. Ja. Du, wie viel brauchst du insgesamt? Hey, aber was ist mit dem Pen? Was macht er? Musst du ein bisschen gucken. Noch ein Farbstoff. Kann man den Pen craften? Ja, kann Ja. man. Mit einem roten Farbstoff, einer Ich hab Schüssel und. Rotstoff. Wie viel Farbstoff hast du? Fünf habe ich jetzt so wieder. Gut, dann kannst du zurückkommen und dann können wir das schwarze Taschenmesser craften. Ja, ich komme zu Ich werde, Pan glaube wieder. ich, mich Warum in wollen die diesen eigentlich ein Gebäude. schwarzes Taschenmesser auf dem Bau haben? Don't know. Hier ist eine Kiste im Baum. Oh mein Gott. Lol. Ist eine Kiste im Baum? Ich will die Kiste angucken. Nein, alles mal. Ciao. Treetop Chest? Hä, wo ist Pan hin? Das ist aus einer Mod, glaube ich. Ja, das ist Das hier. Versteck. What? Ich habe ein Tintenfischhaust hier. Unterwasseratmung, Unterwassersicht, Okay, ich habe Hier, das Pan. Taschenmesser. Pan. Diamant. Komm ein bisschen nach vorne, Pan. Ob er mir irgendwie folgen Hä? kann? Ach so, man kann mit dem Schweizer Taschenmesser Dinge craften. Ja. Pan, kommst du Okay. noch? Ich bin da, ich bin da. Wollte mich gerade hinbauen. Okay. Okay, ich hab den Koffer, ich hab den Koffer. Gib Was mir ist den drin? Koffer, gib mir den Koffer, gib mir den Koffer, gib mir Aber den wie ist der Koffer. Code? Ich errate einfach mal den Code. Vielleicht ist es der 1, 2, 3, 4, wenn jemand so doof ist. Oh mein Gott, ist es halt wirklich. Ja, wir sollen ihn anscheinend anrufen. Ja. Wir sollten ihn ja anrufen, warte mal. Kein Internet. Oh, stimmt ja. Da gibt's kein Internet. Warte mal, aber Professor hat doch gesagt, wir sollen ihn Anrufen. anrufen. Aber Das wenn es hier geht kein aber nicht. Internet gibt? Und? Hast du Internet? Nee. Nee. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu endlich einem neuen Projekt. Nach 4 Jahren hat es endlich funktioniert. Wir sind in Minecraft Ende angelangt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in Minecraft Ende angelangt. Viel Spaß beim Angucken von Minecraft Ende. Bauen uns ein Haus, würde ich sagen. Aber wir sollten so nah wie möglich hier sein und so nah wie möglich am Spawn auch. Ich Sind bin auch erst sehr irgend so eine zufrieden mit meiner Pflanzen. Gegend. Ja, hier sind wirklich solche Hemp? Neupflanzen. Was ist Hemp? Was ist Hemp? Ja, aber ich finde keine Schafe. Das bekomme.
erster Tod in der ersten Folge. Das musst du noch so anzeigen lassen. Ey, ich hab gegen die auch gekämpft und hab geschafft. Hab hier was gefunden. Was ist das? Lead War. Was ist das? Oh, ich hab hier grünes Ohr gefunden. ETF. Leute, gibt niemals in Höhen. Was ist? Das ist irgend so eine Stimme. Irgend so ein Singen. Meerjungfrau. Ja, genau sowas. Meerhöhlenfrau. Hier, wir haben jetzt ein Zelt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst kostenlos ein Abo da. Das ist komplett kostenlos. Ihr müsst nur auf dem Kanal oder unter diesem Video diesen leuchtend roten, schönen Knopf drücken. Und mehr müsst ihr... Was ist da oben? Ach, und apropos. 26% haben noch gar nicht abonniert. Deswegen haut unbedingt auf den Abo-Button. Würde mich sehr freuen. Weiter mit dem Video. Netherportal-Pad, 4 ja. Gold-Ingots, 3... Aber... Woher? Ich muss dich noch was kurz enttäuschen. Ja, weil ich bin halt farm. Ja, was ist? Für, wenn du dein Netherportal benutzen möchtest, brauchst du Obsidian-Ingots. Ja, und da habe ich auch noch 3. Na, okay. Damit, dass du mit mir zusammenarbeitest... LOL. Oh mein Gott, danke. Ja, Leute. Das wär's für die erste Folge gewesen. Von Minecraft Ender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst für diese lange Vorbereitung ein Like und ein Abo da. Und schreibt einen netten Kommentar. Das würde uns freuen und die Mühe unterstützen. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.